Wie ich im letzten Part sagte, ja, ich bin ein Part aufnehmen gegangen von Cthulhu Saves the World. Aber ich konnte die Lust nicht zügeln. Ich muss jetzt einfach noch Clue weiter drin und wenigstens das Museum, also das nicht allzu beschissene Level, hinter mich bringen. Ich nehme mir diesmal ein Brecheisen und einen Lötkolben mit. Und ein Dietrich, den ich noch so oft wie möglich benutzen kann. Auch mal 10. 10, ja, 10. Gut, und diesmal nehme ich mir auch wieder einen Partner mit. Wer kann viel tragen hier? 35. 33. Ach nee, das ist das Gewicht von ihm. Ich dachte gerade, what the fuck, ne, 20 Kilo, 45 Kilo, 25 Kilo, 48 Kilo, 20 Kilo, 30 Kilo. Susi? Diesmal willst du 36% und du nur 33. Also, ach, natürlich, Susi hat ja mal gesagt, sie will unbedingt bei der Westend Villa dabei sein, weil sie da auch weniger, ja, da nimmt sie dann auch weniger Beute für sich, und hier, du kannst den Vierer haben. Und sicherheitshalber den Zehner. Ich kann sie mir nicht verkneifen. Gut, und dann ab ins Museum. Welches ich nicht mag. Ich hasse all diese Level. So, wir gehen jetzt erstes Mal mit ihm, also mit Tucker. Jetzt kann ich wieder die beiden Mets nicht unterscheiden, oder zumindest muss ich jetzt immer die beiden Mets-Namen sagen. So, als erstes schauen wir hier mal durch das linke Fenster durch. Das Fenster hier doch erscheint mir sympathischer, weil ich glaube, da drüben ist schon Alarmanlage. Und hier sieht's nicht nach Alarmanlage aus. Ich glaube, ich werde mir das mal aufbrechen. Jetzt müssen wir natürlich wieder vorsichtig sein mit der Hörschwelle und so, und einmal reingehen. Und einmal reingehen. Und es passt sogar. Da ist übrigens unser Ziel. Ich habe den Text nicht vorgelesen. Sofort abbrechen. Ich habe den Text nicht vorgelesen. Das tut mir wahnsinnig leid. Brecheisen. Dietrich. Lötkolben. Dietrich. Dietrich. Das Museum wird von einem ehemaligen Bauernmädchen geleitet. Kurioserweise fand man genau auf dem Grundstück ihrer Familie das Fossil eines Tyrannosaurus Rex. Der Museumsbesitzer heiratete sie noch vor Ort. Seitdem zählt das Museum zu den kulturellen Hauptattraktionen der Stadt. Derzeit ist es wegen Renovierung geschlossen. Zielbeute im Wert von ca. 12.500 Dollar bzw. 10 Kilogramm Mitzen. Da ist etwas, was gerade mal 12 Kilogramm schwer ist, ganze 12.500 Dollar wert. 10 Kilogramm. 12? 10? 12? 10? 10, 10, 10, 10, 10, oder? Ach, I don't know. Gut, einmal warten hier, bis der Typ weg ist. Oder ein bisschen weiter weg. Und aufbrechen. Gut, das passt. Mal nach Schwelle her. Schauen wir mal durch. Und ich denke mal, wir können durchgehen. Aber dort vorher sehen wir so eine Laser-Dingens da. Aber die Tür kann man erstmal aufknacken, ne? Kann man nicht, sicherheitshalber. Naja, sicherheitshalber. Und irgendwo hier war doch dieser eine Gegenstand. War das hier? Ich schau mal. Und spul dann zurück, wenn es da nicht war. Ach. Oh. Okay, da war's. Nicht? Oder? Nö, hier war's nicht. Gut, dann laufen wir zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich durch das andere Fenster hätte gehen sollen. Denn die Wache geht weg. Die Tür ist verschlossen. Jetzt nicht mehr. Aber die Kameras, tja, sind die Kameras über mir oder sind die hier? Die müssten über mir sein. Also, oh, Freiheitsstatuen. Also noch weiter oben, meine ich. Ja, hier muss man wieder einiges mehr aufbrechen. Mit. Deshalb war es schon ganz gut, dass wir hier einen Dietrich mit 10 mitgenommen haben und dann halt auch zur Sicherheit noch den anderen. Der kommt gerade zurück, oder?
Kommt, nee, der geht weg, gut. Denn dann brechen wir mal die Kasse auf. Ich glaube, das war die Fake-Kasse, wo nicht mal Geld drin war, wa? Ja, hätte ich mir aber auch denken können, denn, wenn ihr es vielleicht noch richtig in Erinnerung habt, das ist ja gerade wegen Renovierung gesperrt, also wieso sollte Geld in der Kasse sein? So, hier irgendwo liegt noch ein Gegenstand, an den ich mich noch erinnere, aber ich schaue erstmal oben nach. Vielleicht war es ja auch hier oben erst. Hier sind auf jeden Fall Kameras. Was bewachen die Kameras da? Ach, natürlich, den Schalter. Und die bewachen logischerweise die Kameras. Ha. Kann man hier reinschauen? Ich will wissen, ob da was drin ist. Ich kack drauf. Sieht nicht so aus, ne? Was ist hier noch eine Statue? Schauen wir mal, wo hier was ist. Ich suche immer noch einen bestimmten Gegenstand und ich habe ihn noch nicht gefunden. Wo ist der denn? Ich glaube, der war unten da, nur halt in der anderen Richtung. Oder war er hier? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier war er. Das Sparschwein. Hallo, Sparschwein. Wieder mal durch die Wand gegriffen, ganz stylisch. Ich werde mal noch keine anderen Gegenstände mitnehmen, bevor wir nicht bei dem Hauptziel sind. Nur frage ich mich gerade, wie zur Hölle soll ich zu dem Hauptziel gelangen? Hier ist übrigens Tyrannosaurus Rex Skelett und so. Das ist übrigens nicht unser Ziel. Das ist ja nichts wert. Und wir könnten es eh nicht verkaufen. So, hier ist noch ein Typ, aber ich wollte hier nur mal kurz zurück. Ah, ja. Oh, Kacke. Ich hab's, glaube ich, wieder in Erinnerung. Wir warten. Wir laufen. So nicht. Ihm hinterher. Der ist übrigens Schwarzer, aber ich habe nichts gegen Schwarze. This is the tale of Captain Jack Sparrow, you know. Wir laufen ihm so hinterher, dass er uns nicht bemerkt. Und legen Schalter für Schalter um. Gehen ihm wieder hinterher, um gleich runtergehen zu können, wieder die Treppe. Ja, lauf du nur. Haben die sich schon wieder umgelegt? Nö, haben sie nicht, ich dachte schon. Und jetzt runter. Runter. Und rein da. Und schnell. Oh, na toll, das muss ich jetzt erst noch aufbrechen. Aber ich sehe an dem Licht, wann die Kameras wieder an sind und wann sie aus sind. Wahrscheinlich war das jetzt ein Fail. Und dieser Schalter hier macht erstmal eine Alarmanlage aus, die einen anderen Schalter bewacht. Ach du Kacke. Ich gehe erstmal wieder raus und jetzt schaue ich nochmal, was haben die bewacht? Zwei Alarmanlagen in einem Raum mit einem Schalter. Fragt sich nur, wo dieser Raum ist. Aber ich würde mal behaupten, dass der entweder unten oder auf der anderen Seite ist. Ich gehe erstmal auf die andere Seite. Ich schaue mich hier ein bisschen um. Aber nee, das scheint unten zu sein. Moment, was? Das ist 1000. What the fuck? Wie viel Geld ist in dem Sparschwein? Ach, das ist hier, wa? Ja. Ich dachte, das wären die Toiletten, aber okay, dann halt nicht. Wo ist denn die Wache gerade? Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. I don't wanna know. I just do not wanna know, so. Aber da habe ich gerade gesehen. Und das macht jetzt die Laserstreuen aus. Hey, ich habe schwerer in Erinnerung, das Level viel schwerer, ehrlich gesagt. Wie dumm der guckt. Der hat wieder so eine rote Haut. Ich verstehe die Leute nicht. Sind die ein bisschen falsch, oder? Also falsch im Sinne von Missgeburt. Ich mache mir nicht über Missgeburten lustig, aber ich meine, schaut ihn euch an. Das ist vollkommen ernst gemeint. Wie oft kann ich den damit noch benutzen? Ach du Scheiße, nicht mehr oft. Naja, ich habe ja noch mit.
Aber ich glaube, Gegenstände kann man nicht tauschen, oder? Ich glaube, das war nur ein... Ne, das war hier nicht so, glaube ich. So, und jetzt müssen wir noch unbemerkt... Klappe, Kasper, ist geil. Erstmal unbemerkt aufs Klo gehen. Dann gehen wir halt da rein. Ich verschwende jetzt nicht extra nochmal Dietrich hierfür. Und warten, bis die Wache wieder auf der anderen Seite ist. Adio. Ach, die wartet hier erst noch eine Weile. Soll sie nur. Und jetzt ab zum Schrumpfkopf. Ja, das war übrigens ein Schrumpfkopf. Als man da vorhin bei der Alarmanlage das Dingens da gesehen hat, da hat man auch deutlich gesehen, dass das Ding schon ein bisschen... Ja, also da hat man, denke ich mal, schon gut gesehen, dass das so eine Art Kopf ist. Ja, und das ist ein Schrumpfkopf. Ein einfacher Schrumpfkopf. Moment mal. Achso, die muss ich einfach ausschalten. Dafür habe ich einen Lötkolben. Was haben die denn gemacht? Achso, die haben... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, deswegen schalte ich jetzt einfach mal sicherheitshalber hier alle Alarmanlagen aus. Habe ich das einfach verwirrt gerade? Weil die wurden ja nicht ausgeschaltet, es wurden ja nur die Laserstrahlen. Moin! Ausgeschalten! Mal weg hier. Weg, sagte ich. Davor. Matt, bau mir jetzt keinen verfickten Scheiß. Wenn du mir jetzt Kacke baust, bin ich dir sauer. Ich hab mich ein bisschen... Da sieht er mich hundertprozentig. Okay, dann machen wir halt die Alarmanlage auch noch rückgängig. Die kannst du ruhig zu Ende knacken. Und jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dass der mich nicht... Also, dass der da nicht hingeht, ne? Und jetzt mal ein bisschen spulen. Ne, der scheint nur dahin lang zu gehen. Und dann kurz zu warten, okay. Dann machen wir jetzt Alarmanlage für Alarmanlage, oder wie? Dann immer Stück für Stück und immer wieder zurück, oder wie? Naja, ich denke mal, die sollten wir jetzt noch schaffen. Die Frage ist jetzt nur, bemerkt der Typ, dass ich die Alarmanlage, dass ich den Schrumpfkopf genommen habe, oder bemerkt er das nicht? Ich möchte mal zurückgehen. Denn ich möchte mal wissen, wie viel ist das 3 Kilogramm schwer? Das heißt, ich kann jetzt so viel nehmen, ich möchte, was nur insgesamt halt so viel ergibt, dass ich noch 3,5 Kilo übrig habe. 3,5, was rede ich hier? 3 Kilo. Einfach 3 Kilo. So, wie viel ist denn das hier wert? Das ist ja kaum was wert. Ist ja kacke. Naja, dann ist das jetzt dein Part. Du kannst jetzt mal ein bisschen was klauen gehen. Einige Gemälde hast du zur Verfügung. Bedien dich. Matt Magoo. Wie zum Beispiel das hier hast du zur Verfügung. Eine Wache hast du auch so zur Verfügung. Schluck. Warten wir mal, bis die wieder weg ist, was jetzt schon so scheint. Ja, die ist weg, gut. Aber bevor ich hier irgendein Gemälde nehme, möchte ich doch erstmal schauen. Das ist zum Beispiel genauso viel wert und nur halb so schwer. Das ist noch mehr wert. Das passt noch rein, ja. Und jetzt habe ich nur noch 2 Kilo. Das heißt, du kannst jetzt schon wieder rausgehen. Na, da lang bitte durchs Fenster mit. Danke. Mad Magoo. Und ich würde sagen, verpiss dich ins Auto. Und du? Du schaust auch mal hier hinter, denn dort müsstest du noch ein teures Bild gehangen haben. Wie sieht's mit dem aus und dem daneben? Ich möchte noch ein Bild haben. Ja, das ist schön. Passt nicht rein.
Wie sieht's hiermit aus? $50 nur. Ist ja lame. 35 Kilo ist zu viel. Ach komm, nimmst du halt das da mit. Und das sollte dann nicht mehr reinpassen, oder? Ich muss noch 37 übrig haben. 38 in der ganzen. Was? Ich hänge das nochmal ran, denn ich möchte wissen, was ist mehr wert. Das war, glaube ich, $300 und das hier ist $300. $300. Na, ich nehme das hier, weil es geil ist. Weil der Typ darauf voll heiß ist. Und jetzt nehme ich mir das da. Ich hoffe mal, dass die Wache jetzt nicht mehr kommt, bevor ich im Auto bin. Nee, ich gehe noch einmal dorthin. Denn ich möchte, dass die Wache noch einmal vorbei ist. Nur zur Sicherheit. Also komm mal her, Wache. Gut. Und jetzt nimm es dir. Du hast es dir verdient. Nimm es dir. Du hast es dir verdient. Nimm es dir. Ich hätte noch 10 Kilo, 11 Kilo übrig, aber 12 Kilo nimmt dieses Bild weg. Traurig. Aber 13.900, insgesamt sind hier übrigens über 16.000, 60.000, entschuldige, zu erreichen. Und, ja. Wahrscheinlich ist das orangene Gemälde da in der Lobby auch einiges wert gewesen, aber egal. Penis. Es muss einfach sein, tut mir leid, aber ich muss hier einfach immer wieder irgendeinen Penis hinschreiben. Irgendeine Sorte von Penis muss immer wieder sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ich werde irgendwas ist schiefgelaufen. So leicht kann das nicht vorbei sein. Das war falsch. Also das war jetzt wieder so, dass er stehen geblieben ist, meine ich. 100 Pro. Weil das habe ich nicht getan. Das habe ich nicht getan, Matt. Matt ist... Jetzt sind wir schon mal wieder hier. Das ist schon mal ein Anfang. So. Ja. Probieren wir es jetzt nochmal. Ich hoffe, diesmal backt es nicht wieder rum. Ich habe jetzt extra nochmal die andere Tür aufgeschlossen. Nicht, dass er da wieder stecken bleibt. Weil das wäre scheiße. Aha, oben, ja, hinter ihm herlaufen. Ja, das hat funktioniert super. Das knacken, knacken, knacken. Hebel, Hebel, Hebel. Runter, 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 auf, runter, runter, auf, hab gehabt. Hoch, 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 warten, 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 weg, 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 Tür, Tür, Tür. Warten, 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 aus, aus. Warten, 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 aus. Warten, 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 zurück. Warten, 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 warten. Welcher der? Aber der da nicht. So vielleicht. Hoffen wir mal. Noch ein Versuch also. Okay, los geht's. Ich habe diesmal Matt, also den Magoo, erst losgeschickt, als Matt den Schrumpfkopf genommen hat. Und die haben das dann ungefähr gleichzeitig gemacht. Und der Wachmann kam jetzt nicht mehr vorbei. Also, wenn jetzt noch was schief läuft, dann bin ich ratlos, ne? Ich habe jetzt eigentlich alles richtig gemacht. Aber okay, gut. Diebstahl wurde im ersten Pack und dann wurde der Diebstahl bemerkt. Na, sowas Tolles aber auch. So, du nimmst das, das, jetzt hast du das, das. Geht doch. Ja, und wir haben 74%. Ich glaube, wir sollten langsam mal gehen. Also zum halbbeinlosen Mann. Und das sieht doch wunderbar aus hier. Sparschwein, Bild, noch ein Bild, noch ein Bild und der Schrumpfkopf, der 10.000 wert ist für 3 Kilogramm. Wow. Ja, das heißt, wir haben hier jetzt noch mehr geschafft. Jetzt fehlen nur noch das Neobüro und die Bank und dann geht's weiter zur Kaserne. Okay, dann beende ich den Part jetzt logischerweise, ne? Und bis zum nächsten Part und tschüss. Schade, jetzt habe ich gerade echt. Und
wo ich jetzt hingehe, ist die sogenannte Hafenkneipe. Also der Hafen nur mit einer Kneipe. Und ich habe gerade so viel Geld, Taxi, ich brauche dich. Ich habe jetzt keinen Bock, dahin zu gehen. Also weit mal bitte zum Hafen. Das ist wieder so ein Namenstaxi, das ich nicht machen kann. Naja, egal. Ab zum Hafen. Oh, danke. Falls ihr was gerade nicht richtig gehört habt, lag das daran, dass mein Mikrofon mal wieder so, ja, eingezogen war. Hochgeklappt, wie auch immer. Und jetzt möchte ich hier mal rein in die Hafenkneipe. Ist ja nichts Verbotenes. Und hier drin haben wir zum einen den blinden, lustigen Typen. Hi. Hallo, junger Freund. Ihr könnt das jetzt mal kurz selbst lesen. Uncle Ray. Handy klingelt. Sowas nenne ich Glück. Da habe ich mal Bock drauf und da kriege ich auch die Möglichkeit dazu. Ja, der blinde Onkel Ben, Onkel Ray, nicht Ben, hat sich uns jetzt angeschlossen. Uhu. Und, ja. Und ich habe gerade erfahren, dass ich noch eine ganze Menge mehr Zeit habe, und zwar eine ganze Stunde. Das heißt, ich kann eventuell sogar noch die Bank drehen. Aber nee, das ist mir im Büro erstmal. Und diese Frau hier, Elvira, die brauchen wir jetzt erstmal. Hallo, sag mal, ist hier in diesem roten Fummel nicht etwas kühl? Nein, beim Tanzen wird mir ohnehin immer so warm. Da würde ich mir oft sogar etwas noch Luftigeres wünschen. Du tanzt also? Ja, seit ich denken kann. Tanzen ist mein Leben. Übertreibst du da nicht etwas? Mag sein, aber mein Cordon Bleu verdiene ich mir auf jeden Fall damit. Sag mal, hast du nicht mal Lust, deine Kohle anders zu verdienen? Gerne, lass einfach von dir hören, wenn du einen Job hast. Genau, die Bitchy brauchen wir, die so kleine Puff-Schlampe. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann nach Hause sind, ja, wenn wir dann wieder bei nach Hause sind. Zu Hause sind. Ja, und das neue Büro machen. Jetzt habe ich inzwischen doch keine Lust mehr. Doch, natürlich habe ich das. Tschüss, bis denö.